Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute stelle ich euch einfach mal den Douglas Luxury Adventskalender vor. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Hey, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 44,99 € kann das Schätzelein auch dein sein. Und ich habe ihn bei Douglas bestellt. Es ist ein wunderschönes Schmuckkästchen-Design mit einem Spiegel. Und dann kannst du es aufklappen, so wie jedes Jahr, ne? Dann habe ich hier zwei Schubladen. Eine Freundin von mir hat schon Interesse für ihre kleine Tochter angemeldet, weil sie den super gerne als Schmuckkästchen nutzen wollen würde. Und den bringe ich hier einfach mal dann leer zum nächsten Mädelsabend mit. Denn hier kann man easy peasy lemon squeezy auch die Inlays einfach rausnehmen. Ups. Easy peasy lemon squeezy, wenn man Fingernägel hat, die ich aktuell leider nicht habe. Und das Ganze dann einfach umfunktionieren und weiterverwenden. Und das finde ich richtig schön. Das ist nämlich nicht irgendwie geklebt oder sonst irgendwas, ne? Das ist dann einfach leer und das finde ich wundervoll. Bevor wir aber einen Blick in diesen Adventskalender werfen, würde ich gerne einmal kurz abgeben an Claudi in der Vergangenheit. Denn dieses Video wird gesponsert von Typology. Die kennt ihr wahrscheinlich schon, denn zum Beispiel das getönte Serum habt ihr mindestens 2 oder 3 Mal auch schon bei mir in Anwendung gesehen. Und ja, Typology hat meine Videos gesehen und sich gedacht, Mensch, mit der möchten wir super gerne mal zusammenarbeiten. Und sie haben mir nicht nur ein paar wundervolle Produkte zugeschickt, sondern auch ja, für euch eine Möglichkeit, ein Produkt gratis zu bekommen. Ab 45 € Mindestbestellwert bekommt ihr nämlich dieses großartige Körperpeeling, habe ich gestern verwendet und das ist so empfehlenswert. Da habt ihr so einen Bio-Extrakt aus grünem Kaffee drin und das entwässert die Haut. Dann sind hier Aprikosenkerne als Peeling-Partikel drin enthalten. Und ich bin ja so ein Fan, ich mag es ja gerne, wenn es schrubbert. Das schrubbert, aber nicht zu intensiv. Und die ätherischen Öle aus der Zeder und dem Bio-Zitronengras sorgen für einen Antizellulite-Effekt. Und dieses Produkt bekommt ihr ab 45 € gratis mit dazu zu eurer Bestellung bei Typology. Klickt dafür einfach auf die Links in meiner Infobox, dann kommt ihr direkt nämlich zu dem Angebot. Und wer ist eigentlich Typology und was redet die Frau denn da? Also Typology ist eine Marke, die aus Frankreich kommt und sie stellen vegane Produkte her. Ich habe hier zum Beispiel das Squalanöl und Typology steht nicht nur dafür, dass sie sagen, dass es nicht nur 3, sondern 25 Hauttypen gibt und dann auch deinen speziellen Hauttypen in ihrer mega geilen Hautdiagnose herausfinden, sondern es ist auch so, dass sie eine der längsten Inhaltsstoff-Blacklisten auf dem Markt haben. Übrigens kommt das Squalan, was hier in dem Serum drin ist, aus Oliven. Fühlt sich auch wirklich für ein Öl total leicht an. Und ja, darüber gebe ich mir jetzt auch eine Creme. Da habe ich hier diese, habe ich übrigens auch durch die Hautanalyse herausgefunden, die ich da selber gemacht habe. Das ging super easy, super schnell. Und dann werden dir auch die perfekten Produkte vorgeschlagen. Genau, hier habe ich die 9-Ingredient Face Moisturizer Cream. Und die Verpackungen bestehen aus recycelbaren Komponenten, was ich auch richtig, richtig angenehm finde. Also, dass man da halt auch ein bisschen was Gutes für die Umwelt tut, ne? Und gut dabei aussieht. Wow, ja, genau. Und das ist auch eine sehr leichte, angenehme Creme, die Hyaluronsäure und Kokosöl enthält, damit das Hautbild ja auch schön befeuchtet wird und auch alles sehr, sehr, sehr schön genährt wird, aber trotzdem leicht dabei bleibt. Und wie gesagt, wenn du über meine Links in der Infobox bestellst, bekommst du dieses richtig coole Body Scrub gratis mit dazu. Und das hat ja so schon mal einen richtig hohen Wert. Vielen, vielen Dank an Typology für die coole Zusammenarbeit, für die coole Möglichkeit, denn ich liebe es einfach, wenn aus einer generellen Kunden Firma-Beziehung eine Kooperation entstehen kann und ich euch dann halt auch was zurückgeben kann. Ich gebe wieder zurück an Santa Claudi. Ach, da seid ihr ja schon wieder. Okay, ja cool. Ich entferne jetzt einfach mal ganz frech die ganzen Inlays und stelle die vor mich hin und starte mit Kläppchen Nummer 1. Hier drin befindet sich ein wunderschöner Lippenstift. Allein vom Packaging her ist der extrem hübsch, ist relativ leicht, aber sehr, sehr schön. 2,8 Gramm habe ich hier drin von der Farbe Velvet Kiss und das ist wirklich eine sehr tragbare, sehr, sehr schöne Farbe. Finde ich gut als Einstand in den Adventskalender. Dieser Adventskalender besteht sowohl aus dekorativer Kosmetik als auch aus Pflege. Und hier habe ich von Douglas die Hydrating Face Mask mit 12 ml. Das gibt Feuchtigkeit und sowas verwende ich einfach super, super gerne morgens, wenn ich meine Zähne putze. Dann habe ich einfach eine Gesichtsmaske drauf. Die muss nämlich auch nur 5 Minuten drauf bleiben. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir den passenden Applikator in dem Adventskalender enthalten, was ich praktisch finde. Das ist so ein Silikonding. Ich persönlich mache das lieber mit einem Pinsel, aber es macht durchaus Sinn, dass er mit dabei ist.
Hier haben wir die Nummer 4. Ach, die Kläppchen lassen sich wirklich schön lösen. Also wirklich großartig. Ich weiß noch, wo ich den Adventskalender immer halb auseinanderreißen musste, weil das so fest alles war. Ein Nagellack ist hier drin und zwar der Nail Polish The Red Coat. Das dürfte auch eine Full Size sein mit 10 Millilitern. Ein wunderschönes Dunkelrot. Geht ganzjährig auf den Füßen, aber auch auf den Händen. Ein Tag vor Nikolaus werden wir daran erinnert, wie wichtig es ist, sich abzuschminken. Make-up Removing Micellar Water for Eyes and Face and Eyes, Mensch, reden kann die Frau auch nicht mehr. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Finde ich gut als erster Schritt vom Double Cleansing. Nikolaus ist groß. Und wir haben hier auch tatsächlich eine Lidschattenpalette drin. Das macht definitiv Sinn. Lovely Eyes 6 Eyeshadows Palette. Und hier sind auch recht neutrale, sehr tragbare Töne drin enthalten, die du wirklich für den perfekten Weihnachtslook verwenden kannst. Matte Töne, schimmernde Töne, ne, finde ich gut aufgeteilt. Am 7. Dezember dürfen wir baden gehen. Ja, mittlerweile habe ich eine Badewanne, mittlerweile feiere ich das. 25 Gramm von diesem Bath Fizzer Garden of Harmony ist hier drin enthalten. Das hat so was Orangiges, sehr, sehr Angenehmes. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das auch in der Badewanne macht. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier ist ein Lipgloss drin in der Farbe Rosy Wood. Eine sehr gefällige Farbe mit 3,5 Millilitern. Sowas finde ich schön und ist auch wirklich sehr, sehr tragbar. Deswegen optimal in einem Adventskalender aufgehoben. Oh! In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Pinselreiniger-Tool freuen und den finde ich tatsächlich ganz gut. Also den machst du dir einfach hier mit dem Saugnapf so patsch an dein Waschbecken dran und dann kannst du deine Pinsel damit reinigen. Sehr, 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 sehr wichtig und verwende ich auch jeden Tag so ein Produkt. Also ne, klein und fein, passt definitiv in jede Schublade rein. Was war das gerade für ein Gesicht? Man weiß es nicht. Also Nummer 10. Hier darf es mit etwas für die Haare weitergehen. Salon Hair Repair and Smooth, ein Shampoo mit Arganöl, upsala, und Ceramiden, 30 Milliliter. Finde ich super interessant, habe ich auch schon mal bei einem anderen Adventskalender von Douglas gesehen, dass die jetzt auch Richtung Haarpflege gehen. Oha, passend zum Lippi, den wir ja eben schon hatten, und auch passend zum Lipgloss haben wir hier einen Lipliner in der Nummer 11 drin enthalten. Das ist die Farbe 02 Soft Movie und ich finde es wirklich schön, dass wir alle Lippenprodukte hier auch aufeinander abgestimmt zu haben scheinen. Das ist ein Holz-Anspitzstift, was eigentlich ganz praktisch ist, ne? Und finde ich wirklich klasse. Oh, zur Halbzeit bekommen wir eine Kerze. Douglas Winter Village Salted Caramel and Vanilla, 30 Gramm. Sowas finde ich super. Das finde ich wirklich toll. Also ja, das ist die Zeit der Kerzen, der Wärme. Und das riecht enorm gut. Ich will da reinbeißen. Das ist richtig cool. Das mag ich gern. Und jetzt schauen wir uns so die erste Hälfte an. Und ich würde sagen, der Adventskalender kann was. Ne? Also 44,99, 45 Euro durch 2. 22,50. Entschuldigung, da war ein kleiner Knoten in meinem Kopf. Definitiv, macht Sinn. Wir haben eine Lidschattenpalette, wir haben was für die Lippen, wir haben ein bisschen Pflege mit dabei. Also für mich definitiv passt. 13. Unsere zweite Gesichtsmaske, Radiance Face Mask, und die muss nur 3 Minuten drauf bleiben. Sehr, sehr cool. Und sowas kannst du auch weiterverwenden. Das heißt, du musst diese 12 Milliliter nicht in einem Rutsch aufbrauchen. Einfach vorsichtig das Ding aufmachen, dann das rausnehmen, was du brauchst. Vorsichtig wieder zustreichen, mit einem Bobbypin zumachen. Den Tipp habe ich mal von euch bekommen vor 3 Jahren, unter einem Adventskalender-Video und mache es selber und kann es mega empfehlen. Oder halt in so einem Pöttchen umfüllen, mache ich auch manchmal ganz gerne, da habe ich ja halt diese Reisepöttchen oder so, ne? Oh! Heute trage ich auch tatsächlich ein Liquid Eyeshadow, das ist jetzt einer von Linda Horberg aus dem LH Cosmetics Adventskalender, Videos hier verlinkt. Der hier ist jetzt in der Farbe Gold, 3,5 Milliliter und das ist, glaube ich, ein Produkt, was Douglas auch recht neu im Sortiment hat. Finde ich super, weil das halt einfach auch jetzt im Kommen ist. Ich habe die noch nicht ausprobiert, ich muss mal gucken, wie die mir gefallen, aber Gold in einem Adventskalender passt einfach auch so, so gut. Am 15. Dezember bekommen wir ein All-in-One 2-in-1 Coat, Base und Top Coat, auch, ist ein Douglas Adventskalender. Natürlich ist es auch ein Douglas Produkt. Finde ich auch super, weil ich verwende immer Base Coat, immer Top Coat und hier ist es ein 2-in-1 Produkt und dann läuft das. Ne? Dann hält der Nagellack auch viel, viel länger. Am 16. Dezember bekommen wir dazu passend eine Handlotion, Everyday Handlotion, und die ist mit Aloe Vera und Shea Butter, 30 Milliliter sind hier drin. Macht im Adventskalender definitiv Sinn, weil Adventskalender, Adventszeit, kalte Jahreszeit, Hände eincremen, safe und mega. Hat auch irgendeinen Duft, muss ich sagen.
ist angenehm. Diese Shea-Butter, das riechst du und das riecht gut. Eine Woche vor Heiligabend haben wir etwas drin enthalten, was ich so gut finde. Die Make-up-Schwämmchen von Douglas mag ich sehr, sehr gerne. Die sind schön fluffig, die sind schön feinporig und die arbeiten dir richtig gut die Foundation ein. Ein bisschen nass machen, dass es dann auch ein bisschen fluffiger wird und nicht zu viel Produkt auffrisst. Ne? Also richtig gutes Produkt. Sehr geil. Wir haben am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, den dazu passenden Conditioner drin. Repair and Smooth mit Arganöl und Ceramiden für trockenes und strapaziertes Haar. Da sind 30 Milliliter drin enthalten. Werde ich in Kombination verwenden und euch im Aufgebraucht-Video mal was dazu sagen können. Ich glaube, das soll ein Lipgloss sein in der Nummer 19. Glittery Pink, auch hier 3,5 Milliliter. Schaut enorm aus, kann man super als Liptopper verwenden. Dass wenn du dir so einen nudefarbenen Lippi drauf machst, dass du damit einfach so ein bisschen Highlight setzt. Ich weiß nicht, was das für ein Move war. Die sind meistens halt auch nicht wirklich deckend oder so. Die geben halt einfach so ein bisschen Sparkles mit dabei. Und das finde ich halt einfach in der Jahreszeit, wo alles ein bisschen mehr glittery und glamoury ist, definitiv sinnvoll. Der 20. Dezember eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend. Und hier habe ich was drin, was ich so noch nie gesehen habe. Ein Parfum von Douglas. Doch, hatte ich schon mal. Aber finde ich interessant, muss ich sagen. Beautiful Story Celebrate Life Apricot and Tonka Bean. Also Aprikose und Tonka-Bohne. Bitte sei keine Mini-Probe. 5 Milliliter, okay. Das wird dann sehr wahrscheinlich in den Parfüm-Miniaturen-Adventskalender wandern, den ich packe und dann auch demnächst verlosen werde. Aber ja, weil das ist hier auch einfach... Nee, das ist ein Rollerball. Das ist natürlich cool. Riecht sanft, aber sehr angenehm. Also das, ich bin ja sonst kein zitrischer Fan oder so, ne? Aber hier kommt die Aprikose in der Kombination mit der Tonka-Bohne relativ gut auf den ersten Schniff. Ein Parfüm hatten wir auch noch nie in einem Douglas Adventskalender. Das ist mal was Neues, ne? Also das finde ich klasse. Und das finde ich schon wieder gewagt. Also am 21. Dezember habe ich hier ein Brow Stylo drin. 8 Stunden Dual Tip Eyebrow Pencil. Denn das hat eine Farbe, ne? Das wird irgendwie ein Braun sein. Sieht man ja auch, ne? Dass es eher so bräunlich ist. Ich bin ja sehr offensichtlich nicht braunhaarig. Wird auch nicht so super vielen passen, denke ich mal. Weiß ich nicht. Hat einen dicken Maler und einen Spoolie halt mit dabei. Also für mich auf gar keinen Fall passend, ne? Aber sowas finde ich nicht gut. Normalerweise packen Adventskalenderpacker super gerne am 23. Dezember ein Duschgel rein, damit die ganz dezent durch die Blume sagen, geh vor Weihnachten bitte nochmal duschen. Hier ist es am 22. Dezember der Fall und zwar ein Relaxing Body Wash mit Sandelholz und Frangipani Blume Villa Bali. Oh, 50 Milliliter haben wir hier drin und ja, kurz vor Weihnachten macht Duschen auch wiederum Sinn. Riecht auch wieder sehr, sehr angenehm. Also definitiv passt das. Einen Tag vor Heiligabend bekommen wir noch einen weiteren Liquid Eyeshadow in der Farbe Champagne. Auch hier 3,5 Milliliter drin. Das ist dann für die, die vielleicht, also du kannst natürlich beide auch kombinieren, ne? Dass du den vielleicht so ins innere Drittel machst und das Gold nach außen hin und das dann mit der Lidschattenpalette kombinierst oder so. Oder für die, die halt sagen, nee, ich möchte lieber einen etwas leichteren Augenlook haben, macht das auch auf jeden Fall Sinn. Finde ich cool, dass sie das mit reingepackt haben. Ja, und ich glaube am 24. Dezember, da ist uns allen bewusst, dass wir hier ein ganz bestimmtes Produkt drin haben werden, aber ich wusste nicht, welche hier drin sein wird. Und zwar ist es die Lash Curve Extra Curl and Lifting Mascara. Das ist eine, die ich noch gar nicht kenne, von Douglas. Die haben super gute, aber auch welche, die ich nicht so hart feiere. Hier muss ich einfach mal schauen, wie das so ist. Lash Curve hört sich nach einem bananenförmigen Bürstchen an und auch nach einem Gummibürstchen. Genau so. Also das wird Länge und Schwung geben. Die Frage ist immer bei sowas, gibt es auch Volumen? Das sieht halt auch sehr, sehr flüssig aus. Notfalls kombiniere ich mir die zum Beispiel mit der Nabla Vicious oder so. Und hier sehen wir dann einmal den kompletten Inhalt vom Adventskalender, den man aber auch online auf der Douglas Homepage sehen kann. Für 45 Euro, jetzt mal ohne Flachs, Leute, ist das ein richtig guter Adventskalender. Du hast hier Basic, dekorative Kosmetik drin. Gut, der Augenbrauenstift ist für einen Poppes, also das muss echt nicht. Das finde ich nicht gut. Nö, finde ich echt nicht gut, weil das einfach super viele nicht verwenden können. Aber wir haben sinnvolle Tools mit dabei. Also dieser Schwamm macht einfach generell Sinn und ist auch sehr, sehr gut von der Qualität. Und ja, dieses Silikonapplikator-Vieh, wie man halt so möchte, aber ich habe sowas lieber drin als irgendwie so kleine Pinselviecher, bin ich ehrlich, ne? Denn mit dem Silikon-Ding kannst du halt die Masken auch noch auftragen, wenn du halt keinen Bock hast, das mit den Fingern anzupacken, ne? Nun, das ist der Adventskalender und ich finde auch, das ist der beste, der Douglas Eigenmarken bislang ist. Es soll ja wahrscheinlich auch noch so ein Luxury-Gedönsen geben, bin ich sehr gespannt drauf. Letztes Jahr gab es den ja, aber da lag ich gerade im Kreißsaal, glaube ich, als der rauskam. Ich meine, da Videos gesehen zu haben, als ich im Krankenhaus lag. Ja, ja. Und schaut auch super gerne bei Tapology vorbei.
Da bedanke ich mich nochmal von Herzen für die coole Kooperationsmöglichkeit. Ihr Lieben, wie gesagt, Infobox ist voll mit Infos. Dieses Mal geht's ab. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.